Moin Moin, heiße ich dich, hallo und willkommen zu genau richtig FIFA Let's Play FIFA 16. Heute spielen wir gegen Spanien. Das wird kein leichtes Spiel. Wir spielen mit einer rein spanischen Mannschaft und es sollte heute klappen, hoffentlich. Ja, Matchday-Modus, fast schon, aber eben nur fast. Wir spielen heute in Grau gegen die Spanier in dem roten Trikots, nicht mit ihrem komischen Trikot, was da irgendwie keiner mag. Ja, die Spanier mit einer anderen Taktik, vorne Diego Costa, das darfst du auch nicht vergessen, den haben die Spanier nicht mitgenommen, und Casillas im Tor und nicht De Guerra. Ja. Also, heute gibt lediglich das Spiel, gestern ja sehr viel los gewesen, Pack-Opening und alles drum und dran, und ja, hau weg, und wir haben Uruguay besiegt. Ja, also da haben wir einiges erlebt gestern. Heute hoffentlich ein kürzerer Teil, A, B, heute hoffentlich ein genauso erfolgreicher Teil und ja, also heute geht's gegen Spanien. Also unser rein spanisches Team, logischerweise mit relativ hohen Nummern, liegt einfach daran, dass ich, wie im letzten Teil erwähnt, die Spieler schon alle aufgestellt hatte und dann die Nummern einfach noch nachträglich verteilt habe, weil das nicht so ganz gepasst hat. Und wir ein rein italienisches Team und ein rein spanisches Team haben und heute mit dem spanischen Team gegen Spanien spielen, was natürlich umso interessanter ist. Ich glaube, dadurch trifft sich Iniesta auf Iniesta. Können wir gleich mal gucken, ob das der Fall ist. Kann auch sein, dass das nicht der Fall ist. Doch, da ist er. Die Nummer 6, Iniesta, trifft heute auf unseren Iniesta, und ich merke schon gerade, dass wir, glaube ich, die Standardsituation falsch verteilt habe, aber passt schon. Ich glaube schon. Und rechts, der linke Verteidiger ist heute der Kapitän. Ich glaube, da habe ich das vergessen. Macht nichts. Auf jeden Fall, Iniesta ist dabei. Ja, hochgejubelt von allen, Iniesta, hurra, hurra. Und ein Abschluss hat er bei uns nichts gebracht. Also gucken wir mal darauf, wie das denn heute laufen wird. Auf der anderen Seite auch Iniesta, aber der ist in einer anderen Position dort. Der spielt dort als Vermittler und wir spielen hier nicht als Vermittler, sondern er soll eher die Vorlagen geben. Also, die Spanier, ja, ein gefährliches Team, nicht Europameister geworden. Das heißt, die haben den Titel nicht verteidigt. Ja, so läuft das manchmal. Auch in der Europameisterschaft kann es mal vorkommen, dass ein Titelverteidiger nicht unbedingt den Titel gewinnt. Auch wenn die Spanier in den letzten Jahren immer mal wieder da relativ dominant waren. Aber man weiß ja nie, wer da jetzt den nächsten Titel holt. Und ja, wer dann Europameister wird. Falls ihr euch dieses Video anguckt und dass die Europameisterschaft schon bereits rum ist, ab in die Kommentare, wer ist Europameister geworden. An alle anderen, wen denkt ihr, wer wird der Europameister? Es sind ja nicht mehr viele Teams dabei. Wir sind bereits im Viertelfinale. Oder besser gesagt, das Viertelfinale läuft jetzt demnächst. Ja. Morgen, ne? Ja, morgen. Morgen läuft das Viertelfinale. So, die Möglichkeit, abgefälscht von Piqué. Ja, von dem halte ich ja nicht so viel. Ihr habt das ja schon oft gemerkt, dass ich ihn bei Barcelona nicht mehr im Kader habe. Da bin ich eher für Marc Bartra, aber nächste Saison ist das eh oder eh nicht mehr unsere Mannschaft. Von daher kann es uns dann völlig lax sein. Dann könnt ihr ja mit Barcelona mal spielen. So, Reyes. Jetzt mal gucken. Da ist ja gar keiner, ne? Da ist er. Ah, Pedro dazwischen. Der ja normalerweise nicht unbedingt zwingend der Verteidiger ist. Bei Barcelona nicht wirklich als Mittelfeldmann gesetzt, was er wiederum bei Chelsea zwischendurch ist. Als Hazard-Einwechslung. So, haben wir den Ball berührt? Wenn ja, dann ist schlecht. So, haben wir ihn lieber geholt. Lieber hier auf Safe, anstatt hier gesagt, war das jetzt nicht. Passt schon. Also, die Spanier. Wir haben oft gegen Deutschland gespielt. Ich glaube, relativ selten hier gegen Spanien. Was ja automatisch schon vieles anderes heißt. Wir haben auch viele der Spanier schon begleitet oder begleitend aktuell. Von daher müsste man eigentlich das Team kennen. Ja,
von der Theorie her schon, von der Praxis her ist das immer was anderes, gegen seine eigenen Spieler zu spielen. Das kann dir im Endeffekt jeder Fußballer sagen, wenn du in der Nationalmannschaft spielst und dein eigentlicher Teamkollege, mit dem du jeden Tag trainierst, dann urplötzlich im anderen Trikot dasteht für seine Nation, dann ist das was völlig anderes. Klar, Freundschaften, manchmal pflegen einige Teams, einige Spieler Freundschaften untereinander und dann im direkten Duell, ja, da muss leider zwischendurch dann mal die Freundschaft pausieren. So. Erste Möglichkeit und es ist der Pfosten. Wir haben schon gestern so Probleme mit diesem Aluminium gehabt. Heute beginnt das schon wieder mit diesem Aluminium, was natürlich ein wenig doof ist. Ja, das war kein guter Pass und dementsprechend Kontermöglichkeit Jordi Alba. Und weg das Ding, aber nicht wirklich so hin, bitte. Pedro. Ja, danke. Da ist keiner. Da ist keiner. Wirklich, da ist keiner. Wir spielen den Ball ins Aus. Musst du auch erstmal bringen. Musst du auch erstmal bringen. Also eigentlich völlig harmloses Ding und dann sowas. Naja, was soll's. So, aber solange wir hier nicht das Gegentor fangen, unser Torwart nicht sich bemühen muss, irgendwas zu tun, ist alles im grünen Bereich. So. Andersrum jetzt so ein spannendes Spiel wie jetzt gestern zu haben. Ihr wisst ja, ich mag nicht so spannende Spiele. Gehen immer so so auf die Spannung und dann zittert man sich da durch. Also. Da hast du lieber ein frühes Tor und alles safe und machst dann so ein bisschen was. Versuchst nicht in den Konter zu laufen, dass der Gegner noch das Tor macht. Ne? Sowas halt. Ist mir immer lieber. Weil jetzt können wir eben nicht auf safe spielen. Jetzt müssen wir halt auf das 1:0 spielen. Jetzt die Möglichkeit, Garcias! Ja. Ist echt schade, dass er bei der Europameisterschaft keinen Einsatz gekriegt hat. Aber was soll's. So. Bislang auch Rodrigo völlig aus dem Spiel genommen. Natürlich für uns katastrophal ist. Rodrigo ja viele Tore bei Ultimate Team bislang verantwortlich. Wie wollten wir ja auch zu Ingolstadt lotsen, aber irgendwie wollte er nicht. Irgendwie wollte er nicht, weil er zu viel Geld wollte. Da war was, ne? Da war was. Er wollte zu viel. Es hätte nicht in unser Schema gepasst und das war jetzt dämlich. Hat nicht in unser Schema gepasst. Dementsprechend spielen wir halt weiterhin da mit Lecky und Cornelius vorne im Sturm. Und es passt schon mit den beiden. Wir werden schon in der Champions League weiterkommen. Also, da mache ich mir keine Sorgen. Aber da muss sich wahrscheinlich aktuell der spanische Torwart hier Sorgen machen, dass er seinen Kasten hier sauber hält. Also, nächste Chance hier. Also, wir sind drauf und dran, das Tor zu erzielen. Haben es aber noch nicht gemacht. So, Ecke. Ecke kommt relativ gut. Relativ gut. Also, das nennt man auf jeden Fall eine gute Ecke. Und es ist das Tor. Es ist das Tor durch einen Bronzespieler. Ich betone das immer so gerne, weil es gibt so viele unter euch, die einfach sagen, Bronzespieler braucht kein Schwein. Ich schon. Ich brauche sie und sie machen ihre Tore. 1:0 gegen Spanien. Wir führen. Fantastisch. Es ist einfach fantastisch. So, und jetzt heißt es im Endeffekt entweder A, verteidigen, gegen Spanien verteidigen, Witz, oder B, versuchen das 2:0 zu machen und das machen wir. Das wollen wir hier. Nächste Möglichkeit hier auf dem Weg zum 2:0 und da haben wir es. Wir haben den Knoten gelöst. 2:0. 45. Minute. Ja, und so schnell geht das auch manchmal. Zack, einmal mal die Abwehr völlig ausgetrickst und genau deswegen stelle ich einen Piqué nicht auf. Weil da war der große Fehler. Piqué viel zu weit vorne. Da gehört er doch nicht hin als Innenverteidiger. Und dann lässt er logischerweise die Lücke für unsere Nummer 18, der dann dankend einschießt. Ja, krasser Fehler Piqué. Manndecker war nicht da. Und dementsprechend Führung 2:0.
So, und jetzt heißt es genau dasselbe wie eben. Entweder wir machen jetzt hinten dicht oder wir versuchen das 3:0 zu machen. Ich glaube aber, jetzt heißt die Entscheidung ein wenig anders. Wir müssen uns das aber noch überlegen zur Halbzeit. Weil das war der Halbzeitpfiff nur mal so nebenbei. Wir führen hier mit 2:0. Sehr späte Tore. Aber Spanien bislang ohne jegliche Chance. Und das ist an Abschluss das, was wir erreichen wollen, ne? Oder nicht? 2:0 zur Halbzeit. Die 42 Minuten können losgehen. Und beide Teams unverändert. Zumindest aufstellungstechnisch. Ich sag das immer so gerne. Oh je. Das, also theoretisch, wenn es irgendwann hier mal, wenn mal dieser Kanal berühmt sein sollte und ich mir immer noch FIFA-Videos hier mache und es irgendwann so ein Bullshit-Bingo hier gibt und dieser Spruch dabei ist, nimmt die Reihe bitte. Außer der Gegner wechselt zur Halbzeit, dann kommt er nicht dran, ne? Also, dann ist es natürlich doof. Eine Regel... Wir wechseln in der Regel relativ wenig aus. Dankeschön, 3:0 und es ist der Doppelpack. Es ist der Doppelpack von unserer Nummer 22. Ja. Also wir haben hier einfach auf diesem Kanal zwischendurch richtig geniale spielerische Talente, die eben eigentlich in sowas wie einem Spielermodus, einer, wo man sagen kann, ja, komm, ich brauche gute Spieler für meine Mannschaft, die jetzt lediglich in der zweiten Liga rumgurkt. Ja, ich hab doch hier welche. Also zwischendurch haben wir hier wirklich geniale Bronzespieler. Zwischendurch haben wir richtig geniale Silberspieler, wo man echt Teams hat, die relativ günstig zu kriegen sind, theoretisch. Das ist abseits, habe ich gesehen. Deswegen haben wir auch dann gestoppt. Und das ist das 3:0 bereits. Also... ich sage ja immer so gerne, gegen Deutschland und gegen Spanien zu spielen, ist eigentlich relativ schwer. Aber heute, ja gut, ist das auch schwer. Absolut. Das darf man nicht so sehen, dass das hier eine leichte Partie wird. So, Torwart bleibt drinne. Ich habe ihm nicht gesagt, dass er rausgehen soll. Diego Costa, nämlich den kriegen wir einfach mal. Ja, Diego Costa, nicht in der spanischen Nationalmannschaft dabei gewesen. Wegen seinem schlechten Spiel bei der Weltmeisterschaft 2014 unter anderem und weil er bei Großturnieren nicht trifft. So, die nächste Möglichkeit hier. Rodrigo. Da versucht er sich einfach mal durchzudribbeln. An Abschluss klappt das nicht. Aber hey, ganz ehrlich, wenn man so mich da durchdribbeln lassen darf. Mann. Das geht doch nicht. Leute. So durchdribbeln darf man mich nicht lassen. Eckball. Ja, ganz schlecht gemacht. Aber beim 3:0 Stand ist das auch alles nicht mehr so schlimm. Und das nennt man mal schöner Back. Das war echt toll. Der Spieler fällt. Es ist nichts los. Absolut überhaupt nichts. Und er gibt trotzdem Freistoß. Also theoretisch müssten wir uns eigentlich auch hinmaulen. Irgendwo. Weiß ich nicht. Bevor wir... also Schwalbenkönig spielen, ne? Den Schwalbenkönig. So, Rodrigo. So, jetzt ging nur gegen Piqué noch und guckt euch mal an. Das ist der Grund, warum ich den Piqué nicht aufstelle. Rodrigo kommt ohne Probleme an Piqué vorbei. Der kommt ohne Probleme dran vorbei. Der steht da förmlich und guckt zu und sagt sich, ja, gut, also, das ist Rodrigo. Ja, schön. Scheiße. So ungefähr. Piqué völlig neben der Spur. Also, ganz ehrlich, wenn der hier heute keine Vierer-Note kriegt, ey, das ist ohne Worte. Der ist hier heute die krasse Schwachstelle des spanischen Spiels. Und das müssen wir jetzt weiterhin ausnutzen. 4:0. Auch beim Stand von 4:0 musst du auch weiterhin daran denken. Trotzdem hier noch entweder das 5:0 machen oder eben sagen, okay, das war's jetzt. Aber gegen so ein spanisches Team, du, ja, faul, Schiri sagt nö. So, und wir gehen wieder Richtung Piqué. So, und da siehst du wohl, Piqué hat nicht abgewehrt, er stand parallel dazu und hat beobachtet, ja, was macht er denn jetzt? So, nächste Möglichkeit, nächster Eckball und der geht rein. Ja, der geht rein und wir müssen nicht sagen, wer dafür schuld ist. Müssen wir nicht, oder? Wollt ihr das nochmal wissen, wer dafür schuld ist? Ich glaube.
So, Ecke kommt. Eigentlich nichts Gefährliches bei mir mehr mittlerweile. Und dann, ja. Also irgendwie ist da heute der Wurm drin. 5 zu 0. Oh je, oh je. Also das, was die Spanien hier gerade zeigt, das ist nichts. Das ist wirklich nichts. Die haben sich wahrscheinlich auch schon aufgegeben. Die wissen nicht mal mehr, wo oben und unten ist. So, Iniesta, den kannst du ein Leid tun, weil der fast gar keine Bälle kriegt. Der kriegt überhaupt hier nichts. Und unser Iniesta, ja, der kriegt auch nicht viel Bälle. Aber im Endeffekt ist das auch nicht so schlimm, weil, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, der ist hier lediglich, der ist nicht der Ballverteiler wie bei Spanien. Er ist lediglich, er wird als Anspielstation verwendet. So, und jetzt verlässt Iniesta auch den Platz. Isco kommt rein, der auch nicht nominiert worden ist für die spanische Nationalmannschaft, was mich auch so ein bisschen gewundert hatte. Aber ist schon okay. Dieses Spiel hier, dieses Turnier besser gesagt, sollte ja an diesen Klassiker zwischen Spanien und Italien angelehnt werden. Deswegen ja auch die Spieler von Spanien und Italien. Und was der da jetzt gemacht hat, verstehe ich immer noch nicht. Es gibt Freistoß aus sehr gefährlicher Situation, Fabregas. Ich verstehe nicht warum. Aber es gibt den Freistoß. Und er verwandelt ihn nicht. Oh, Fallrückzieher. Machen wir hier auf Tor des Jahres oder was? Zur Info gibt's hier nicht dieses Mal, weil das letzte Tor des Jahres auch das Tor des Let's Plays im Endeffekt ja so wirklich überhaupt gar keinen Anklang hatte. Deswegen lassen wir das hier auch sein. Ne? Wir machen das nicht. Das war auch viel zu aufwendig, finde ich. Also dafür. Nee, es war viel zu aufwendig. So. Waren auch wahrscheinlich nicht so die brillanten Tore, wo man sagen muss, boah, ne? Theoretisch kann man überlegen, wegen Tor des Monats, aber dann kann ich auch direkt gleich wieder sagen, Tor des Monats ist richtig, ne? Also leider wählen auch nicht viele hier die Trikots bzw. die Wappen aus. Also da kannst du dann auch wieder viel sagen und viel denken und viel handeln, aber ein Abschluss, ne? So. Also die Spanier, ja, spielen so ein bisschen jetzt gerade Fußball, so ein bisschen. Aber andersrum, wir haben jetzt auch ein paar Gänge zurückgeschaltet, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Weil hier brauchen wir wirklich nicht das 6-0 schießen. Also diese Überlegung, die ich ja vorhin hatte, beim nach dem 1-0, nach dem 2-0, nach dem 3-0, da kannst du alles noch überlegen. Ja, aber nach dem 5-0 kannst du auch sagen, komm, das halten wir jetzt nur noch. Wir dürfen bloß nicht vergessen, dann im nächsten Spiel, entweder gegen Frankreich oder gegen Slowenien, ja, richtig, Slowenien, nicht die Slowakei, Slowenien ist dabei bei FIFA, während die Slowakei, ja, nicht dabei ist, was ich extrem schade finde, aber okay, so, entweder Frankreich oder die Slowenen und schaut euch das doch mal an, ja, da beiße ich mir auch glatt in die Hand, Rodrigo. Mit dem nächsten Tor, dem 6-0, was eigentlich im Endeffekt kein Tor von Rodrigo war, sondern ein klassisches Eigentor. Ja, Rodrigo einfach mal raufgedonnert. Und was war das denn bitte in der Verteidigung? Diesmal war Piqué nicht der Schuldige, weil Piqué steht ja auf der anderen Seite. Den hätte auch Piqué, glaube ich, da nicht kriegen können. Der Torwart geht davon aus, dass er natürlich unten lang geht, der Ball. Wäre er auch, wenn er nicht so unglücklich abgefälscht gewesen wäre. Und dementsprechend dann über den Torwart. Sieht peinlich aus, aber da kann er nichts gegen tun. 6-0. Ja, was ist mit Spanien los? Also Spanien, das wird auch die nächsten Jahre wahrscheinlich in echt so sein, dass die Spanier nicht mehr Titel gewinnen werden. Die werden vielleicht als Mitfavorit überall mit hinfahren, ja, aber Titel, nein, nicht mehr. Das ist, dafür müssen sie erstmal jetzt wieder die relativ jungen Spieler alle gut zusammen einspielen und dann klappt das wahrscheinlich wieder. So, hier nochmal das Tor. Schade, dass wir es nicht sehen können, aber wir sehen, dass der Torwart eigentlich alles richtig gemacht hat. Ne, geht davon aus, klar, der Ball relativ tief geschossen, müsste auch relativ runtergehen, aber ist er nicht. So, Iniesta, nö. Das ist ja schon oft das Problem von Iniesta bei uns gewesen. Der trifft nicht. Aber auf Rodrigo wäre auch nicht gegangen. Ja. Aber unser anderer Stürmer hat sich, glaube ich, jetzt schon mehr oder weniger verabschiedet aus diesem Spiel. Macht aber nichts, wir führen 6-0. Eine Minute Nachspielzeit hat angezeigt, auch völlig überflüssig, muss nicht.
Weil ich glaube, die Spanier, die sind auch schon stehend K.O., wenn man sich das mal anschaut. Also das war ein Katastrophenfehlpass. Sowas darf nicht passieren. 6:0. Ja, ist heute ein kurzer Teil gewesen. Heute kurzen Prozess gemacht, obwohl wir uns sehr lange sehr schwer getan haben. Wir haben erst in der 42. Minute getroffen und anschließend sind die einfach K.O. gegangen. So ist das manchmal. Ne, manchmal läuft es einfach nicht so, wie man es möchte. Und dann läuft es so daneben, dass am Abschluss alle sich denken, das kann nicht wahr sein. So, ja. Spieler des Tages brauchen wir eigentlich nicht drüber reden. Und Piqué mit einer 5:0. Ah, also, das ist... Aber wenn man sich das anschaut auf der rechten Seite, das war eine Katastrophe. Sergio Ramos auch völlig abgekackt. Wenn man das so einfach mal so sagen darf. Es ist völlig miserabel für die Spanier heute gelaufen. Ich hoffe, dass das nicht die nächsten Male auch so läuft, obwohl, wenn sie gegen uns spielen, doch. Wenn sie gegen uns spielen, können sie ja mal so schlecht spielen. Aber bitte dann auch jedes Mal nur die zweite Halbzeit genauso wie die erste. Also, ihr wisst, wie ich das meine. Wir spielen als nächstes gegen Frankreich. Wir werden wieder rotieren und wir sehen uns dann morgen wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein zum morgigen Tag.